Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Zur Feier des Sonntags darf ich Sie in dieser Morgenstunde gerne willkommen heißen. Es ist ein besonderer Akzent, den wir heute begehen dürfen. Es ist das Kirchweihfest unseres Gotteshauses. Vor 99 Jahren ist es eingeweiht worden. Im kommenden Jahr werden wir das 100-jährige Jubiläum feiern dürfen. Es ist schön, dass das so sein kann, dass das Gebäude da ist, dass wir als Gemeinde da sind und dass wir alles zum Lob Gottes vorbringen können. Die Zusage der Lesung aus dem Buch Exodus, ich bin da, dieser Gottesname, diese Zusage gilt bis in diese Stunde hinein. In diesen Gottesdienst hinein bringen wir auch das Jahresgedenken für Alfons Westermann zusammen mit seiner Frau Enne. Ich darf Sie als Familie, als Angehörige gerne willkommen heißen. Schön, dass Sie in diese Stunde hineingekommen sind. So wollen wir gemeinsam unseren Herrn preisen. Grüßen wir ihn im Kyrie. Es erbarme sich unser der lebensspendende Gott. Er verzeihe uns Sünde und Schuld. Er schenke uns die Fülle des Lebens. Amen. Lasset uns beten. Großer und heiliger Gott, jedes Jahr feiern wir den Weihetag unserer Kirche hier in Icker. Höre auf unsere Bitten, hilf uns in rechter Gesinnung immer wieder auf dein Wort zu hören und dieses Wort in die Tat umzusetzen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen weidete Mose die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Iro, des Priesters von Midian.
Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der, der ich bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der ich bin hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose: So sagt zu den Israeliten: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Und er antwortete ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, ich sage euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um, was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Christus. Würde ich töten für Frieden und für Freiheit? Unter diesem Titel, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, gab es vor einigen Tagen eine Dokumentation in der ARD. Würde ich töten für Frieden und für Freiheit? In der Mediathek ist sie immer noch zu sehen. Es ist eine Dokumentation eines Reporters, der Menschen in Deutschland mit dieser ganz konkreten Frage konfrontiert. Mit einer sehr persönlichen Frage geht er auf sie zu. Im Hintergrund dieser Frage steht natürlich und ganz klar der Ukraine-Krieg, der heute den 25. Tag währt. Im Hintergrund dieser Frage steht die Tatsache, dass die Bundesregierung 100 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, Sondervermögen Bundeswehr, um die Aufrüstung in unserem Land noch einmal voranzutreiben und neue verteidigungspolitische Leitlinien umzusetzen. Im Hintergrund steht das schlagartig geänderte Sicherheitsbedürfnis, das einmal angekratzt ist, die Frage, ob der Pazifismus der vergangenen Jahrzehnte nicht eine Art Einfallstor für Kriegstreiber gewesen ist und ob wir nicht auch in einer sicherheitspolitischen Blase gelebt haben. Unterschiedliche Menschen werden in dieser Reportage befragt, Menschen, Vertreter von Institutionen religiöser und militärischer Art, aber auch Passanten. Es sind militärische Stimmen zu hören, Vertreter der Kirche, die jüdische Stimme ist zu hören, Passanten auf der Straße und Studentinnen, Studenten auf dem Campus in Frankfurt. Da ist ein junger Mann in der Reportage zu hören, der sagt: Das mit dem Töten für Frieden und Freiheit ist nicht meine Verantwortung. Dafür gibt es Berufssoldaten. Und er wird zitiert: Leute, die sich das als Beruf ausgesucht haben, die gibt es. Es gibt ja viele, denen das Spaß macht. Eine Frau mittleren Alters wird ins Bild hineingenommen im Interview und sie macht darauf aufmerksam, dass sie bereit wäre, wie in der Ukraine jetzt auch Molotow-Cocktails zu basteln und die dann auch entsprechend einzusetzen. Eine Studentin bekennt sich dazu, ja, sie würde in den Krieg ziehen, sie würde verteidigungspolitisch tätig werden wollen, nicht so sehr für Deutschland, aber dann eher für Europa.
Und ein älterer Herr wird zitiert und ins Bild gebracht, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, der es einfach in dem Satz zusammenfasst: Eine Kugel würde doch reichen, die Aufforderung zum Tyrannenmord durch eine Spezialeinheit. Und ein militärischer Vertreter, hochrangig, weist noch einmal darauf hin, was ich selber auch nicht wusste, dass es bei uns im Land üblich und möglich ist, Menschen, Männer vor allen Dingen, bis zum 65. Jahr an die Waffe zu bringen und auch zur Verteidigung heranzuziehen, etwas, was mir in dieser Klarheit so nicht vor Augen stand. Würde ich töten für Frieden und für Freiheit? Das ist eine aktuelle und das ist eine sehr drängende Frage. Ich habe mich angesprochen gefühlt von dieser Dokumentation, als ich sie gehört und auch gesehen habe. Ich war auch persönlich bewegt von dem, was dort zu hören war. Und ich habe versucht, mir diese Frage selber auch zu stellen. Und genauso war diese Dokumentation auch gemeint. Es ist eine Frage an mich, an jeden Einzelnen. Und ich habe versucht, einige Antworten zu geben für mich selber. Ungeordnet will ich das jetzt noch einmal von mir geben, sicherlich unvollständig, vielleicht eher ein paar Gedankensplitter zu dieser Frage: Würde ich töten für Frieden und für Freiheit? Der eine Gedankensplitter: Diese Frage ist eine Frage im wahrsten Sinne des Wortes, wo es um Leben und um Tod geht. Und alle Fragen dieser Art, wo es genau um Leben und Tod geht, sind nicht messerscharf zu beantworten, sind nicht in der Klarheit zu klären, wie wir sie gerne geklärt wissen wollen. Es gibt juristische Abwägungen, die getroffen werden müssen. Das Juristische ist manchmal schwer. Und wir merken, dass genau diese Lebens- und Todesfragen nicht juristisch gefasst werden können. Und als ethische Frage ist sie genauso wenig in der Klarheit fassbar, wie wir es gerne hätten. Glatte und fertige Antworten gibt es nicht. Es ist immer noch anders, wenn ich real in einer Situation der Verteidigung stehe, wie ich dann in dieser konkreten Situation reagieren würde. Es ist anders, real eine Situation zu haben, als darüber abstrakt oder theoretisch oder in aller Ruhe darüber nachdenken zu können. Allemal ist es wichtig und geboten, sich auch diese Frage als Gewissensfrage zu stellen, das eigene Gewissen langfristig zu befragen, es auszurichten an guten Indikatoren, an den Aussagen der Heiligen Schrift, an unserer Geschichte bei uns im Land, an dem, was mir die Humanität eingibt. Als Christ stehe ich zu Gewaltlosigkeit und stehe ich natürlich auch zu Feindesliebe, ein unglaubliche Herausforderung, die an uns herangetragen wird und wie sie in der Bergpredigt noch einmal beim Namen genannt wird. Und trotzdem glaube ich, und davon bin ich überzeugt, dass es bei aller Gewaltlosigkeit, bei aller Feindesliebe auch darum gehen muss, sich verteidigen zu dürfen, die Selbstverteidigung praktizieren zu dürfen. Das ist legitim, das widerspricht dem nicht. Mit verhältnismäßigen, mit legitimen, mit angemessenen Mitteln und in allem ist es natürlich so, dass ein Angriffskrieg jeder Art immer und grundsätzlich ausgeschlossen ist. Gewaltlosigkeit und Selbstverteidigung, das gehört für mich sehr wohl zusammen. Das ist für mich ein Gedankensplitter auf diese Dokumentationsfrage. Ein zweiter Gedanke, eine Frage, die auch in der Dokumentation aufgegriffen wurde: Hilft beten? Die Reportage schwenkt bildmäßig auf eine Friedensandacht in den Mainzer Dom hinein. Viele Menschen werden dort gezeigt. Der Reporter, der sich selber scheinbar nicht als religiös versteht, ist überrascht, wie gut dieser Friedensgottesdienst besucht ist. Eingeblendet wird dann unter anderem der Bischof von Mainz, Bischof Kohlgraf. Er sagt, dass es in dieser Situation des Krieges bei vielen Menschen zu einer Sprachlosigkeit kommt. Angesichts dieser gravierenden, einschneidenden Situation des Krieges gibt es für viele Menschen keine eigene Sprache. Und das Gebet ist vor diesem Hintergrund eine sehr gute Sprache, sagt er. Die Bibel ist nicht nur ein Buch der Fürbitten, betont er, sondern es ist auch ein Buch vieler Klagetexte. Das ist etwas, was zum Gebet dazugehört, das Klagen. Und dann ein sehr schöner und prägender Satz: Das Gebet gibt den Leidenden im Krieg
eine Stimme. Wir haben in der Lesung die Erzählung von Mose gehört, am Dornbusch, diese Gottesbegegnung. Das Volk Israel ist in Ägypten und erleidet dort große Drangsale. Mose selbst ist geflohen aus dieser Drangsal, hat ägyptische Soldaten erschlagen. Da ist für ihn noch einmal diese Frage der Dokumentation aufgeploppt. Und diese Gottesoffenbarung an Mose bringt noch einmal den Gottesnamen auf den Punkt. Gott ist einer, der ist, ich bin, damit geh los. Und Mose wird zum Pharao gesandt. Er soll als Gottesmann auftreten, in Gottes Namen. Und zwar kann man mit der Antwort von Bischof Kohlgraf an dieser Stelle auch sagen, Mose wird zum Pharao gesandt, um den Leidenden in der Unterdrückung und in der Drangsal eine Stimme zu geben. Vielleicht kann man die Aufgabe des Mose, ausgehend von der Lesung, auch so bestimmen und verstehen. Die Sprache des Gebetes ist eine sehr gute Sprache, immer dann, wenn die eigenen Worte fehlen und wenn die eigene Sprache versagt. Und es ist eine Sprache, die durchaus in der Lage ist, den Leidenden eine Stimme zu geben. So verstanden kann ich sehr wohl sagen, beten hilft. Ein dritter Gedankensplitter. Mose, heißt es in dieser schönen Lesung, betritt heiligen Boden. Das mit dem heiligen Boden will zum Ausdruck bringen, dass es etwas Besonderes ist, eine besondere Situation, die nicht alltäglich daherkommt. Und das Besondere dieser Situation spiegelt sich darin wider, dass er eingeladen wird, Distanz zu halten zu diesem Heiligen. Gott, komm nicht näher, und er wird aufgefordert, seine Schuhe abzulegen. Das ist nicht alltäglich, das ist schon besonders. Aber diese Begrifflichkeit des heiligen Bodens meint nicht nur ein Stück Erde, ein Fleckchen Erde, auf dem man sich bewegt, sondern heiliger Boden ist in meinem Verständnis immer auch der andere Mensch. Heiliger Boden ist mein Gegenüber, gleich wie er gesinnt ist. Das ist heiliger Boden, der andere. Der ist heilig, weil er Mensch ist. Und weil der andere heilig ist, heiliger Boden, bedarf es auch einer besonderen Achtung diesem Heiligen gegenüber. Und so wie Mose die Heiligkeit Gottes achtet, so sind auch wir eingeladen und gefordert, die Heiligkeit Gottes zu achten. Und wer die Heiligkeit Gottes achtet, der achtet immer auch automatisch damit verbunden die Heiligkeit eines anderen Menschen. Und wer die Heiligkeit des anderen Menschen achtet und wachsam ihr gegenüber ist, der übt letztlich immer auch ein Stück Frieden ein. Der ist daran interessiert, dass nicht eine Situation entsteht, in der über Leben und Tod entschieden werden muss, sondern dass genau diese Situation verhindert werden kann. Die Heiligkeit Gottes zu achten und zu wahren, so wie wir es in dieser Stunde auch miteinander versuchen, ist nicht irgendeine fromme Gebetsübung, die man auch sein lassen könnte, sondern sie ist in meinem Verständnis immer auch Friedensdienst. Würde ich töten für Frieden und für Freiheit? Für mich sind es drei Gedankensplitter, die mir gekommen sind. Biblische Gewaltlosigkeit und Verteidigung und Selbstverteidigung gehören sehr wohl zusammen. Für mich ist die Sprache des Gebetes immer auch eine Ersatzsprache, wenn die eigenen Worte nicht kommen wollen und wenn es darum geht, Leidenden eine Stimme zu verleihen. Und wenn für mich der andere Mensch heiliger Boden ist, dann rüste ich immer für den Frieden. Würde ich töten für Frieden und für Freiheit? Es lohnt, die so gestellte Dokumentation noch einmal anzuschauen. Ich kann dazu einladen. Und es ist lohnenswert, vielleicht sogar notwendig, sich diese Frage auch persönlich zu stellen. Sie ist drängend, sie ist aktuell in unseren Tagen. Sie will grundsätzlich gestellt werden. Amen.
Im fürbittenden Gebet wenden wir uns an Jesus Christus und beten. Für die Suchenden und Zweifelnden, um die Erfahrung von Gottes Nähe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Christen überall auf der Welt, um die Befähigung, die frohe Botschaft glaubwürdig zu leben und zu bezeugen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für den Frieden in der Ukraine, um Einsicht und Umkehr bei den Kriegsverantwortlichen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Gemeinden, um den Geist tätiger Nächstenliebe und steter Erneuerung. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, um die Erfüllung ihrer Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes und das ewige Leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir wollen beten für Alfons Westermann, für den wir heute das Jahresgedenken haben, und wir beten auch für seine Frau Enne Westermann. Herr, gib ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Guter Gott, wir loben und preisen dich in Zeit und Ewigkeit. Lasset uns beten. Heiliger Gott, wir gedenken des Tages, an dem du unsere Kirche zu eigen genommen hast und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Nimm die Gaben an, die wir darbringen. Mach uns selbst zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Herr aller Mächte und Gewalten, gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist ein rettendes Wort für uns Menschen, die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst, der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich, heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mahl den Geist, den er verheißen hat, den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt, und der uns zusammenhält in Gemeinschaft mit Papst Franziskus, Bischof Franz Josef, mit allen Bischöfen, mit deinem ganzen Volk. Mache deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen, zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung,
in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten dann, wenn die eigene Sprache versagt, vielleicht auch in dieser Stunde. Und so sprechen wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist, wohl dem, der zu ihm sich flüchtet. Der Leib Christi. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, am Weihetag unserer Kirche, schmerzhafte Mutter, haben wir das Opfer des Lobes dargebracht. Mache diese Feier für uns zur Quelle der Gnade und der Freude, damit deine Gemeinde im Heiligen Geist zum Tempel deiner Herrlichkeit wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nun noch einige Vermeldungen für die nächste Woche. Nach diesem Gottesdienst treffen sich die Workshop-Leiterinnen zur Vorbereitung für den Aktionstag »Bald ist Ostern« im Pfarrheim. Heute Nachmittag entfällt das im Jahresprogramm der Emmauskapelle angekündigte Konzert aus Krankheitsgründen. Am Mittwoch laden wir um 19.30 Uhr zum ökumenischen Friedensgebet, das von der Kolpingsfamilie gemeinsam mit unserer evangelischen Nachbargemeinde Fährte vorbereitet wird, herzlich ein. Anschließend lädt die Kolpingsfamilie zu Fisch und Brot im Pfarrheim herzlich ein. Am Donnerstag laden die Jungsenioren um 15 Uhr zu einem Theaterstück »Fall ich drauf rein? Nein« mit den Silberdisteln ein. Bitte vorher bei Conny Flore oder im Pfarrhaus anmelden. Am Samstag laden wir ab 9 Uhr zur Frühjahrsaktion rund um den Kirchturm herzlich ein. Am Samstag ist um 17.30 Uhr nach dem Umbau die Einweihung der Josefskirche mit Bischof Bode. Diese Festmesse kann live im Internet verfolgt werden. Bitte schauen Sie auf unserer Homepage www.kat-kirchen-belm.de. Inzwischen sind über 100 Flüchtlinge aus der Ukraine in Belm eingetroffen. Der ökumenische Arbeitskreis Flüchtlingshilfe lädt zu einem Treffen für Interessierte ein, die sich engagieren möchten. Das Treffen findet am 30. März um 17 Uhr im Rathaus statt. In Icker und Fährte wohnen schon eine ganze Reihe junger Frauen mit ihren Kindern aus der Ukraine. Am Montag ist um 10 Uhr ein erstes Begrüßungstreffen im Pfarrheim. Wer bei den Treffen vor Ort unterstützen möchte, melde sich bitte bei Schwester Anne. Die Kollekte ist heute für karitative Aufgaben in unserer Gemeinde und kann am Ausgang entrichtet werden. Der Gottesdienst ist aufgezeichnet worden oder wird aufgezeichnet. So darf ich alle grüßen, die uns zugeschaltet sein werden auf den unterschiedlichen Wegen, wie sie halt möglich sind. Seien Sie gegrüßt und Ihnen allen zusammen wünsche ich gerne einen schönen und gesegneten Sonntag. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater. Und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Danke.